So, bei mir macht er wieder was. Ich weiß jetzt auch noch nicht. Jetzt sind wir live. Auf jeden Fall zeigt Jetzt es. sind wir live. Yes, yes, yes. So, man sieht nur dich. Sehr spannend. Bin ich dazu? Ah, jetzt, okay. Das ist mit der Galerieansicht jetzt nicht, aber gut, so geht's auch, oder? Also ich sehe nur dich, ja, aber ich weiß jetzt nicht, was die Leute sehen. Immer der, der spricht. Immer den, der spricht wahrscheinlich. Wollen wir es trotzdem durchziehen oder willst du nochmal neu Natürlich. starten? Nee. Okay. Vielleicht kann ich es auch unterwegs einstellen jetzt, aber finde ich so schnell, glaube ich, nicht. Wir Weißt du machen was? es so. Dann fang doch einfach mal an. So, also herzlich willkommen zu allen, die uns heute auch zuschauen. Ich habe heute einen besonderen Gast bei mir, die Cynthia Reinwald, meine Ablein, eine Unternehmerin, die lange in der IT-Branche tätig war und irgendwann ins Network-Marketing gewechselt hat und sehr erfolgreich dort auch ist. Und wir möchten heute über die Vorurteile gegenüber dem Network-Marketing ein bisschen aufräumen. Hallo Cynthia. Hallo, meine Liebe, vielen Dank für die nette Ankündigung. Ich bin gespannt. Du hast ein paar Fragen für mich vorbereitet, ja? Wir haben ja so ein bisschen das Thema, dass Network Marketing ja so einen schlechten Ruf hat, ne? Genau, also es begegnet uns ja eigentlich ständig, also mir zumindest auch. Es sind immer viele sehr skeptisch und ihr wollt mir ja alle nur was andrehen und es kommen ja so ein paar Sachen immer hoch oder was für ein riskantes Geschäft. Und da würde ich jetzt gerne heute mal mit dir drüber reden, damit du da ein bisschen aufräumen kannst. Ich finde, als erstes wäre die Frage jetzt nochmal zu stellen oder zu klären, was ist Network Marketing und wo liegt der Unterschied zum Schneeballsystem? Was ja so viele immer sofort damit verbinden. Sehr gut, da haust du gleich die knallharteste Frage am Anfang Gleich raus. das erste, ja. So, dann ist mal das Thema, Schneeballsysteme sind illegal. Und würden wir Schneeballsysteme betreiben, wären wir alle jetzt schon wahrscheinlich im Knast. Also zumindest hätten wir eine Strafanzeige und würden hier nicht brav und lustige Videos machen. Schneeballsysteme sind illegal. Und das ist der Punkt, das wissen viele einfach nicht. Und ein Schneeballsystem findest du dann vor, wenn jemand zu dir sagt, du musst irgendwo Geld mit reinbringen, bekommst aber kein Produkt. Damit ist eigentlich schon alles geschwätzt. Also Schneeballsysteme sind illegal, machen wir nicht. Was Network Marketing ist, ist eine Vertriebsform, eine ganz normale Vertriebsform wie Einzelhandel, E-Commerce. Und warum das so einen schlechten Ruf hat, da kann ich sicher nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Aber wichtig ist, der Unterschied ist, wir haben ein Mensch-zu-Mensch-Geschäft. Das heißt, es ist im Endeffekt eine Vertriebsform, wo jeder Mann, jede Frau die Chance hat, tatsächlich Produkte selber anzuwenden, im besten Fall begeistert zu sein und diese dann an andere Menschen weiterempfehlen und sich damit ein kleines, mittleres oder großes Einkommen aufzubauen. Da Habe ich kommt ja noch gleich die nächste Frage dazu. Da sagen ja dann viele, die wo am Anfang gleich früh gestartet sind, die können da nur Geld verdienen, alle anderen verdienen da ja nichts. Ja, das ist auch eine sehr spannende Frage und die hat mir auch vor kurzem ein Freund gestellt, der Autos verkauft und sagte, na ja, also da hat man dann Glück, wenn du am Anfang einsteigst, dann verdienst du am meisten. Da habe ich gesagt, im Network Marketing verdient erstmal der Fleißigste am meisten. Das ist schon mal die erste Regel. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und das Ding ist, es geht nicht darum, wer zuerst einsteigt. Es geht darum, wer das Geschäft versteht und wer es wirklich als Ausbildung auch betrachtet und die Schritte geht, die zu tun oder die zu tun, nee, die man machen muss, um eben den entsprechenden Erfolg zu haben. Und da geht es nicht darum, ob du als Erster da bist oder als Letzter. Es gibt Unternehmen, die sind schon über 30 Jahre am Markt und es gibt Beweise da draußen, dass Menschen, obwohl sie vielleicht gerade vor einem halben Jahr eingestiegen sind, richtig großartige Erfolge haben. Und das ist das Beispiel mit dem Autoverkäufer, ja. Denk mal, wie viele, gut, jetzt hier zu Corona-Zeiten vielleicht ein bisschen schwierig gerade, aber grundsätzlich, wie viele gibt es da draußen, die Autos verkaufen, Fernseher etc., ja? Ja. Es ist nicht der, der zuerst damit angefangen hat, sondern der, der da sein Geschäft ja ernsthaft und professionell betreibt. So würde ich das jetzt mal sagen. Ja, ich sehe das auch so, aber da kommt ja eben oft die Frage einfach hoch, dass viele sagen, ja, nur die Obersten verdienen und die Kleinen unten nicht. Was wir zumindest bei unserem Business sagen können, ist schon anders. Ja, das ist aber auch ein Unterschied. Die einen sagen,
der Erste, der das Network am Anfang einsteigt, der hat dann das meiste Geld. Nein, das ist der Fleißigste. Und dann gibt es halt das Gerücht, dass nur die da oben, ja, die jetzt schon Karrierestufen vorangegangen sind, verdienen und die, die jetzt gerade einsteigen, die eben nicht. Und der Unterschied ist halt auch hier, er hat das was mit Fleiß und mit täglichem Tun zu tun. Und ich vergleiche das gerne. Es gibt ja auch dieses, kennst du bestimmt auch, das hat man dir sicher auch schon gesagt, Pyramidensystem, oder? Ja. Also wenn sie mit Schneeball kommen, kommen sie mit dem Pyramidensystem. Und das ist eigentlich ganz einfach, weil wenn du die Pyramide betrachtest, hast du unten im klassischen Network der Berater, der frisch einsteigt. Und dann gibt es verschiedene Karrierestufen bis zum Obersten, der halt mal richtig viel Kohle verdient. Das stimmt. Aber wenn du ein klassisches Unternehmen betrachtest, ist das da nicht anders. Da hast du Sachbearbeiter, da hast du Abteilungsleiter, Teamleiter, bla bla, ne, bis zum Vorstand. Natürlich verdient der Vorstand am meisten, der trägt auch die meiste Verantwortung. Der Unterschied aber jetzt zum klassischen Unternehmen ist, beim Network hast du als Sachbearbeiter die Chance, wenn du Bock drauf hast und Vollgas gibst, auch zum Vorstand zu werden. Ich glaube, in einem klassischen Unternehmen, also in meinem Ex-Unternehmen, wo ich war, hätte ich nie Vorstand werden können, also auch wenn ich vielleicht das Zeugs dazu gehabt hätte. Und im Network hat halt jeder die Chance und das ist das Großartige dran. Ja, das finde ich auch, dass es ja auch völlig egal ist, woher du herkommst. Also im Endeffekt kann es ja auch die Putzfrau, der Taxifahrer, also im Endeffekt ist es ja, du brauchst ja keine besondere Vorkenntnis für. Du brauchst Begeisterung und du musst von den Produkten überzeugt sein und dann läuft es ja eigentlich meistens auch von alleine. Aber diese Überzeugung muss ja als allererstes da sein. Aber, also auf jeden Fall, ja. Aber du bist ja nicht mehr gedeckelt, was dein Einkommen angeht. Und das finde ich so toll, dass du einfach, bei mir in meinem Hauptjob ist es ja schon so, dass ich immer nur eine bestimmte Stufe erreichen kann und dann geht es einfach nicht weiter. Das ist halt bei den meisten so, denke ich. Und das ist das Tolle beim Network. Du kannst einfach mit deinem Fleiß das erreichen und dein Einkommen erhöhen um einiges, ja. So sieht's aus, genau. Genau, dann kommt oft die Frage, sind ja als nächstes noch riskantes Business. Du musst ja was investieren am Anfang. Was sagst du dazu? Also, ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Unternehmen ist. Bei unserem Unternehmen investierst du 199 Euro für ein Starter-Set. So wie du das gemacht hast. Ich sehe da schön dein Plakat da hinten. Und bei uns bekommst du für 200 Euro schon mal richtig tolle Produkte, ja, die genau den Wert von 200 Euro haben. Plus einen eigenen Online-Shop, plus ein virtuelles Backoffice, also quasi dein, wie willst du sagen, dein eigenes CRM-System, wie du deine Kunden und Teampartner verwalten kannst. Du bekommst ein Ausbildungssystem dazu, völlig kostenlos. Das gibt es noch bei uns, ja, das war es eigentlich, aber für 199 Euro, also Network Marketing ist aus meiner Sicht, ich glaube, es gibt auch kein anderes Geschäft, die preiswerteste Variante, um in die Selbstständigkeit zu gehen. Da können wir mal ein Beispiel nehmen mit der klassischen Kosmetikerin. Ja, was überleg mal, was die investieren muss in so einen Laden, ja, in die Miete, in die Geräte. Geräte, ein ganz großes Thema, immer wieder. Du hast vielleicht sogar Personalkosten. Da musst du ganz schön viel Behandlungen durchführen, bis du überhaupt mal schwarze Zahlen schreibst. Ja. Und im Network ist eben der Invest gering. Also das ist definitiv... falsch, die Aussage, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Risiko ist gleich null. Ist auch sehr risikolos, weil man ja auch sofort wieder aufhören kann, wenn man jetzt wirklich meint, dass es dann nichts für einen ist. Man muss es halt erstmal ausprobieren. Ich sag mal so, bei uns wird niemand gezwungen, oder fühlst du dich gezwungen, liebe Nina? Nein, ich wurde auch am Anfang nicht gezwungen. Ich wollte ja auch gar nicht unbedingt groß verkaufen oder Team haben. Das kam halt dann so von alleine und dann hat es Spaß gemacht und heute machen wir, also ich habe das von Anfang an gerne getan. Das ist schön, dass du das sagst. Ich erinnere mich noch an unser erstes Gespräch und da weiß ich noch, hast du gesagt, ich verkaufe, das ist nicht so meins und Beauty schon gar nicht. Ja, ich erinnere mich sehr genau. Warum bist du da? Du hängst gerade. Du bist eigentlich. Jetzt bist du wieder da. Ich habe die letzte Frage von dir jetzt nicht gehört. Ich glaube, du hängst. Nee, Spaß beiseite. Du hast dich ja gewehrt, ja? Das hast du, glaube ich, mitbekommen. Als wir uns kennengelernt haben, da ging es ja um Beauty. Und da sagst du, also verkaufen ist erstens mal nicht so meins, aber schon gar keine Beauty-Produkte, das ist nicht so meins. Was hat denn dich so begeistert, dass du heute sogar hier mit mir Videos machst? Ja, die Produkte natürlich und auch diese Einfachheit des Systems. Also durch das, dass es wirklich Produkte sind, die ja
die Leute glücklich machen. Ich verkaufe ja nicht irgendwas, was die Leute gar nicht brauchen, sondern ich habe ja wirklich Problemlöser an der Hand. Und Das ist sehr gut. meine Kunden bedanken sich zum Teil ja auch bei mir, dass ich ihnen diese Produkte vorgestellt habe, dass ich sie damit ja in dem Sinn auch zum Teil verschönere. Also es ist ja immer, liegt ja in der Ansicht des Betrachters dann auch, aber jeder hat ja Stellen, mit denen er unzufrieden ist. Und wir haben jetzt nun mal die Produkte, was ich am Anfang nicht wusste und auch nicht geglaubt habe. Da habe ich ja auch die Produkte noch nicht lange benutzt oder noch gar nicht benutzt. Und es erzählt einem ja jeder sowas. Und Das stimmt. wir halten halt jetzt, was wir versprechen, ne? Im Gegensatz zu manch anderen. Ja, das ist, ich glaube, gerade in unserer Firma ist es so, die meisten, die einsteigen, die kommen gar nicht hier rein, um zu sagen, hey, ich will mir ein Business aufbauen, sondern die erkennen erstmal daran, dass es für sie ein Problem gelöst hat. So wie du es damals mit deiner Haut, ja, und sie sagt, wow, ich sehe Ergebnisse. Und wenn man Ergebnisse sieht, die man vorher vielleicht mit all den anderen Produkten nicht gelöst bekommen hat, dann kommt man schon mal auf die Idee, wenn man 2, 3 graue Zellen mehr hat, da könnte man ja ein Geschäft draus machen, oder? Ja, also Weil andere Menschen freuen sich auch darüber. ich habe von Anfang an auch immer gedacht, gut, mit dieser Bye-bye-Cellulite und wenn das wirklich funktioniert, da gibt es ja wirklich nichts auf dem Markt bisher. Und als ich dann ja bemerkt hatte, dass die Creme ja nach 2, 3 Wochen merkst du ja wirklich extreme Unterschiede schon. Nach ein paar Stunden die ersten, aber nach ein paar Wochen ist es ja wirklich mega. Und dann war mir ja auch klar, wenn das einfach die Leute erfahren, dann. Es ist was, was es vorher noch nicht gab und was wirklich eben für die Leute zum Teil Existenz, ich krieg's jetzt raus. Naja, egal. Essentiell. Ja, danke. Sehr Das gut. war's. Aber das ist erstens mal sehe ich Network Marketing spannend, machen ja sehr viele Frauen. Und Ja. wir Frauen leiden ja so ein bisschen unterm Helfersyndrom. Ja, wir wollen ja anderen gerne immer helfen, Hilfeleistung stellen. Das kannst du in diesem Job auf zweierlei Basis. Das heißt, du hast Produkte. Also wenn du in einem guten Unternehmen bist, hast du Produkte, die echt was leisten können und für andere Probleme lösen. Und das Zweite ist, du kannst Menschen die Chance geben, sich mit dem Geschäft eine Existenz aufzubauen und damit Geld zu verdienen. Und das ist für mich nochmal der größere Mehrwert. Das heißt, auch hier leistest du Hilfe. Und damit sind wir ja schon so ein bisschen beim Punkt, was Network Und Marketing. der Unterschied ist ja auch noch dazu, dass am Anfang ja viele sagen, es ist zu teuer, die Produkte, ich kann mir die nicht leisten, aber man kann sie sich ja auch da über das Verkaufen dann leisten. Also ich hätte mir die Produkte früher auch nicht alle leisten können, die ich heute benutze. Aber durch das Business, was man sich ja aufbaut, ist es ja kein Problem mehr. Und Da du verrate ich dir jetzt ein Geheimnis. Als ich unsere Produkte kennengelernt habe, habe ich gedacht, ach du Scheiße, ist sowas Geiles, habe ich in meinem Lebtag noch nie erlebt. Wirklich diese Resultate. Und da habe ich auch, und ich gebe echt zu, ich bin ja aus dem Vertrieb, habe ich auch gedacht, preislich spannend. Ich hatte damals nur ein kleines Teilzeitgehalt. Und ehrlich gesagt, das war mein erster Ansporn zu sagen, ich steige da ein, damit ich sie mir leisten kann. Und was daraus geworden ist, ist ja gigantisch. Ja? Und manchmal, es ist in meinem Fall was definitiv die Begeisterung dafür. ja, aber ich glaube, das ist auch, spricht bei fast allen aus fast allen unseren Beraterinnen, also wenn es gute Beraterinnen sind, sagen wir es mal so, die Begeisterung der Produkte einfach auch und was du den anderen Leuten auch bieten kannst und dass du auch manche aus ihrem, sage ich mal, finanziellen Problemen wirklich rausholen kannst damit. Weil ganz vielen fällt es ja total leicht, auch die Produkte dann weiter zu verkaufen, einfach weil sie selber begeistert sind, sie erzählen es ihren Freundinnen und ich habe ja selber jetzt eine Kundin gehabt, die eingestiegen ist, einfach weil sie die Produkte günstiger haben wollte. Die war nach 2 Wochen Manager. Das Hammer, ist oder? ja auch schon Hammer, ja. Also meine Erfahrung nach 4 Jahren Network, also ich habe vorher schon Network gemacht, aber nicht so erfolgreich. Das ist jetzt erst mit der neuen Firma gekommen. Aber meine Erfahrung ist, dass viele Frauen gar nicht wissen, was sie können und wo sie ihre Potenziale stecken. Und das finde ich auch so spannend, weil das kannst du kannst hier so viel lernen. Ich glaube, das bestätigst du auch. Da wir Dinge tun, die wir vorher noch nie getan haben, in der Regel, dass wir ein bisschen die Komfortzone erweitern, so wie wir jetzt wieder so ein Video machen, das macht ja was mit deinem inneren Wachstum. Und da entstehen Dinge, Talente auch, von denen du vorher nichts wusstest. Sehe ich das? Ja, ich hätte mir das nie vorstellen können, ein Live-Video zu machen oder überhaupt ein Video zu machen und was über Beauty auch zu erzählen oder über ein Geschäftsmodell. Also das hätte ich vor 3 Jahren mir nicht vorstellen können. Dann Aber machst heute kein Problem mehr.
Wirklich, ist so großartig. Aber jetzt hau noch mal ein paar Fragen raus, ja, die du so gestellt bekommst, so böse Zitate über Network. Ja gut, ich höre auch immer wieder, die meisten scheitern sowieso, irgendwann hören die alle wieder auf. Ich denke, es liegt einfach am Unternehmen, in das man investiert und einsteigt. Aber wie ist da deine Meinung zu? Also interessant ist, ich würde es noch nicht mal aufs Unternehmen schieben. Ich glaube, du brauchst im Network, musst du zumindest in einem Unternehmen sein, wo du Produkte hast, die du selber verwendest, die du auch kaufen würdest, würdest du damit kein Geld verdienen. Also es macht jetzt keinen Sinn, wenn du jemand bist, der völlig sich auf Putzen abfährt, ja, der die reinste Freude am Putzen hat, dann bei uns einzusteigen und die ganze Zeit über Anti-Aging, Gesundheit und Fitness und sowas zu reden. Ich finde, da muss schon ein bisschen Affinität her. Ja? Das ist das Erste. Und Entscheidung aus meiner Sicht definitiv fürs Unternehmen zu gucken, sind, wie lange sind die am Markt, sind die erfolgreich, was sind da für Leute dahinter und sind die Produkte, kann ich mich identifizieren? Weil ich glaube, wenn ich dich jetzt frage, könntest du was verkaufen, hinter dem du nicht stehst? Nein. Aber es gibt Leute, die das können, das muss man auch sagen. Es gibt Leute, die haben im Network keine Chance. Also ich kenne ganz viele Profi-Vertriebler, ich komme ja aus dem Vertrieb, die haben bei mir versucht zu starten mit typischen klassischen Verkaufstechniken und ehrlich gesagt, die sind alle gescheitert. Es ist einfach ein anderes Geschäft, das ist ein Empfehlungsgeschäft. Es geht darum, selber zu sehen, was passiert damit, sich damit auszukennen, andere zu beraten und auch Hilfestellung zu leisten letztendlich. Ne? Und der klassische Verkäufer, der verkauft. Und ja, danach diese. Und ich finde halt auch, es hat ja auch mit Ausdauer zu tun. Also es ist ja auch nie klar, also manche fangen ja an und dann läuft es gut und dann fällt es mal kurz wieder runter, was ja aber ganz normal ist eigentlich im Network. Also es hat, du hast ja immer Höhen und Tiefen. Und da denke ich, ist auch das Wichtige, dass man auch diese Durststrecken durchhält, die bestimmt jeder, egal in welchem Unternehmen er ist. Und schon weißt du, es gibt da so eine Zahl und zwar heißt es statistisch, ja, also weiß Statistiken immer so, aber so ungefähr. Jeden Monat steigen allein in Deutschland 50.000 Menschen in ein Network-Marketing-Unternehmen ein. 50.000. Und jeden Monat steigen wieder 50.000 aus. Wenn du meine ganz persönliche Meinung dazu hören willst, ist das einfach der Punkt, dass die Leute glauben, und ich denke, das ist auch das Problem, warum diese Branche so einen schlechten Ruf hat, dass wir hier über Nacht reich werden, dass wir auf der Couch abflitzen, ein Starter-Set kaufen und dann macht sich das Geschäft von alleine. Verdammt, es gibt kein Geschäft, wo man im Schlaf Geld verdient. Aber ich glaube, es gibt da draußen noch viele Networker, die Menschen genau über diesen Weg ködern. Ja? Komm hier rein, mach mit, investiere ein bisschen in Produkte und du wirst reich, du musst nicht viel tun. Und ich glaube, das ist der große Fehler, dass viele unter falschen Voraussetzungen eingestiegen sind und das natürlich dann auch blöd finden, wenn sie merken, sie müssen letztendlich halt doch ein bisschen was tun. Und dann steigen wir wieder aus. Ja, das ist der einzige Punkt. Das heißt, wie vorhin erwähnt, der Fleiß und die Bereitschaft, auch Neues zu lernen, ist eines der wichtigsten Punkte, um bei uns oder im Network Marketing Geld zu verdienen. Ja, und was dann noch eine spannende Frage wäre, weil das hören wir jetzt gerade bei uns im Unternehmen ja auch oft, die Produkte sind zu teuer. Aber ich höre es auch im Vergleich zu anderen Network-Firmen. Also viele tun das ja alles über einen Kamm scheren und sagen ja, alle Produkte, da müssen ja die Berater noch bezahlt werden. Und vielleicht kannst du das mal kurz erklären, wie das auch im klassischen Handel ist. Da läuft es ja auch so ähnlich eigentlich. Genau, also das ist spannend. Auch da zwei Fragen. Das eine, das Produkt ist zu teuer. Es ist immer die Frage im Vergleich zu was. Ich möchte da mal ein ganz berühmtes Modetaschenlabel, ich nenne jetzt den Namen nicht, aber jeder kennt es. Die meisten Damen hätten es gern am Handgelenk, kostet ungefähr so wie ein kleineres Auto teilweise. Und dazu kommt, du hast Lieferzeiten teilweise bis zu 2 Jahren für so ein Täschchen. Hm? Und wisst ihr, was der größte Hammer ist? Das ist aus Vollplastik. Ja, da ist noch nicht mal ein Wert dahinter. Da kauft ein Mensch die Emotion. Ey, ein tolles Luxuslabel, ja, ich schmücke mich damit. So entstehen auch Preise. Bei uns zum Beispiel, und wir werden gerne mit klassischen Kosmetik-Labels verglichen oder auch mit Network-Labels, da kann ich jetzt mal dazu sagen, wir sind so im Mittelrange. Für das, was unsere Produkte leisten,
Und das ist halt der Unterschied, Wirkung. Es gibt tausende von Kosmetiklabels da draußen, tolle Sachen, garantiert. Aber ich wage mich jetzt weit aus dem Fenster. Es gibt sehr wenige, die nach einer Anwendung einen Effekt zeigen. Und da stellt sich immer die Frage, ist es dir das wert oder nicht? Willst du einfach nur eine Creme auf dem Gesicht, dass du das Gefühl hast, ja, du hast ein bisschen Pflege? Oder willst du eine Wirkung sehen? So, und wenn du eine Wirkung sehen willst, dann ist der Preis für dich, das ist deine Entscheidung und dein Preis. Ja? Das ist die eine Sache, zu teuer. Ich kann einen Golf fahren oder einen Porsche fahren. Beide Autos bringen mich von A nach B. Das eine ist halt ein bisschen sportlicher und schnücklicher und das andere ist okay. Ne? Und der nächste Unterschied ist, warum viele glauben, und ich glaube, daher kommt das, die Produkte sind so teuer, weil wir Berater ja so viel Geld damit verdienen. Ne? Da wollen wir es doch mal aussprechen. Das ist der Grund, warum das viele sagen. Und ist auch oft der Grund, ich bin da ganz ehrlich, ich habe auch in meinem Bekanntenkreis, Familie, Menschen, die sagen, also wenn ich bei dir kaufe, das ist ja bei Wasser in Rhein tragen, weil ich will nicht, dass du an mir verdienst. Also diese Aussagen gibt es, damit muss ich auch leben. So, spannende Sache auf der einen Seite. Kaufst du lieber von großen Konzernen, teilweise von Konzernen aus anderen Ländern, die hier ihre noch nicht mal Steuern zahlen in Deutschland, aber das geht jetzt zu weit. Das heißt, du kaufst von großen Konzernen und in diese Lieferkette, daran denkt keiner. Ja. Irgendeiner stellt das Produkt her und dann werden Produkte teilweise erstmal nochmal von verschiedenen Labels, ja, da sind ganz viele Zwischenhändler dazwischen, der Großhändler, dann hast du ein riesen Marketingbudget, das darf man nicht vergessen, ja. Werbung in Hochglanzmagazinen und vor allem im Fernsehen, schweineteuer, ja. 50% teilweise, das zahlst du mit jedem Produkt, egal ob das die kleine blaue Dose ist oder ob das vielleicht ein Luxuslabel ist, du zahlst damit die komplette Lieferkette. Und beim Network ist der Unterschied, wir brauchen kein Geld für Werbung, wir haben keine vielen Zwischenhändler dazwischen, sondern da hast du einen Hersteller. In unserem Fall ist das jetzt nun mal der Hersteller und der Vertrieb, das sind wir, der Vertriebsberater, und es geht direkt zum Kunden. Und dazwischen gibt es eine Marge. Und ja, das wird bei den Beratern aufgeteilt. Das ist die Provision für Beratung, für Unterstützung. Wenn du bei einer klassischen Drogeriemarkt einkaufst, ja, müssen ja auch die Leute bezahlt werden und all das, was drumherum ist. Ja? Und deswegen, wenn ich dir jetzt was sagen darf, da draußen, wenn du zuhörst, ich würde lieber bei einer Mutter einkaufen, die nebenberuflich tolle Produkte vertreibt, damit sie für ihre Kinder eventuell bessere Möglichkeiten schaffen kann, als einen Großkonzern weiter mit Kohle füttern. Das wäre jetzt so mein Statement zu diesem Thema. Ja, da können wir vielleicht auch nochmal dann auf die Vorteile für die Mütter in dem Business, weil oft wird ja wieder dieser Einwand gebracht, ich habe Kinder, ich habe keine Zeit, was eigentlich für mich damals der Grund war, einzusteigen, weil ich dachte, man kann es toll kombinieren als Mutter und auch ich ja immer noch meinen Teilzeitjob auch habe und ich kann es super kombinieren. Also offensichtlich. Ich verstehe dann immer nicht, wenn dann Leute sagen, ich habe da keine Zeit für, weil wir haben ja auch Kolleginnen mit 6 Kindern, die auch erfolgreich werden bei Jugheim und ja, vielleicht kannst du da auch noch mal zu diesem Zeitthema was sagen. Also ich habe keine Zeit, ist ganz ehrlich, ist eine Ausrede. Ich muss es wirklich so sagen, ich habe dieses Geschäft aus einem einzigen Grund gestartet, also natürlich auch, weil ich die Produkte wollte, aber ich brauchte Zeit, ich wollte Zeit. Ich hatte klassischen Teilzeitjob und Kinder, das kennst du doch. Du zerreißt dich als Mutter, du bist hin und her gerissen zwischen Termin und Termin, musst deinen Haushalt, deine Wäscheberge, die Kocherei, ich will es jetzt nicht alles sagen, ihr wisst da draußen, was Mütter so leisten. Und du hast einfach keine Zeit. Und wenn du jetzt eine Mutter ansprichst und sagst, hey, ich hätte da ein Business, dann sagt die, ich habe keine Zeit. Ist logisch, weil sie noch nicht versteht, dass sie vielleicht zuerst Zeit investieren muss, um dann ein schönes Leben zu haben. Und ich glaube, dieser Punkt, den ist halt den Leuten nicht klar in dem Moment, ja, weil wir Menschen wollen ganz schnelle Lösungen. Ja, ich habe ein Problem, will ich sofort eine Lösung, können wir in unseren Produkten, aber im Business geht es darum, erstmal zu lernen, auszuprobieren und zu wachsen. Und ich kann sagen, ich habe Gas gegeben in dem ersten halben Jahr und habe es geschafft,
zumindest das Einkommen zu erwirtschaften, was mein extrem schrecklicher Teilzeitjob gebracht hat, war mein Ziel. Und ich bin heute zu Hause. Ich bin für die Kids da. Ich bin jetzt auch, wo wir Corona und Schulgeschichten und ich bin da. Und ich kann meine Zeit einteilen. Ich sitze da, ich arbeite jetzt, es ist ja keine Arbeit, was wir hier machen, aber bin jetzt hier mit dir. Wenn ich fertig bin, bin ich wieder bei meiner Tochter, helfe ihr bei ihrem Projekt und ich kann das flexibel gestalten. Und das ist das, was ich so wertvoll finde. Aber bevor du diesen Luxuszeit hast, musst du erst geben, ja. Und das vielleicht passend dazu, kein Geld, ja, sagen ja auch ganz viele. Es ist genauso im Network Marketing. Es gibt es so eine Regel und die könnt ihr euch gut merken. Am Anfang gibst du sehr viel Zeit in dieses Geschäft und da kommt jetzt nur so bröckchenweise Kohle. Ja? Wir verdienen ja im Angestelltenverhältnis ehrlich gesagt Geld, ob wir schaffen oder nicht. In einem uns nicht in jedem Unternehmen, aber in manchen Unternehmen sitzen da viele Menschen. Und hier ist es halt so, dass du am Anfang viel tust für relativ wenig Geld und dann kommt der Switch, dann tust du relativ wenig für ziemlich viel Geld. Und wenn du bereit bist, diese Monate durchzustehen, dann wird das was für dich. Und da brauchst du halt Durchhaltevermögen und dieses echte Warum mehr. Will ich es machen, weil ich mehr Zeit haben möchte für die Kids? Will ich es machen, weil ich tatsächlich mehr Geld will, weil ich ein schöneres Leben will? Will ich es machen, weil ich mir diese kleine Handtasche gönnen will? Es ist ja wurscht, aber du brauchst einen Grund, warum du bereit bist, ach, mal die Extrameile zu geben. Ja, das finde ich aber auch ganz wichtig. Also wer kein Ziel vor Augen hat, der hat ja auch nichts, wo er drauf hinarbeitet. Und dann kann man ja auch sagen, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Es eilt ja nicht besonders. Ja, ist ja so, es eilt ja nicht besonders. Dann verläuft sich das vielleicht auch einfach. Dann will man vielleicht anfangen und dann hat man aber halt die Motivation selber auch gar nicht so. Und Deswegen ist ja meine Meinung immer, in einem coolen Team zu arbeiten, ja. Zum Beispiel mit dir zusammen, ja. Also wer da jetzt zuhört, da wirst du betreut, da wirst du unterstützt und da kriegst du auch diese Hürden, die wir alle hatten. Wir hatten die ja Wir alle. hatten Also alle, ja, natürlich. es ist ja nicht so, dass wir hier eingestiegen sind und alles war Sonnenschein. Und da kriegst du deine Unterstützung, wenn du sie willst, ja. Aber wie gesagt, die Bereitschaft muss von der Person kommen, ganz klar. Ja, nee, aber das finde ich halt auch. Also bei uns, die Community ist ja wirklich super. Wir unterstützen uns alle, wir geben uns Hilfestellung. Wer mit mir arbeitet, arbeitet ja automatisch auch mit dir dann zusammen. Also wir haben ja eine Ausbildungsakademie im Endeffekt. Also bei uns gibt es ja wirklich alles. Wenn jemand möchte, kann er sich erstmal mit Lesen schon ganz, ganz viel beibringen. Wenn er möchte, natürlich nur, ja. Ja, das kriege ich halt oft gesagt, wenn ich sage, Mensch, schau dir mal zwei Videos an, lies dir mal das durch und dann lass uns telefonieren, wir machen dann deine Strategie. Dafür haben sie dann auch keine Zeit, er kann nicht helfen. Und das ist der Grund, warum viele scheitern. Ja, es liegt nicht am Geschäft, es liegt nicht an der Firma, es liegt nicht am Produkt, sondern es liegt wirklich an der Person selber. Ja, und das ist halt, sagen wir mal, wir Menschen mögen es ja nicht so gerne, Fehler zuzugeben. Ja, aber so ist es auch. Ja, das ist es. Also ich finde halt auch, es ist wirklich, jeder kann aus seinem Bereich rauskommen, kann seine Möglichkeit da finden. Man muss es zumindest nur versuchen wollen. Also manche denken wirklich, sie steigen ein, müssen gar nichts tun und es läuft von alleine. Nein, ich muss mir zumindest das Handbuch mal durchgucken, ich muss mir die Produkte angucken, ich muss die Produkte benutzen, ganz wichtig. Würde ich sagen, ja, hilft sehr. Also hilft insgesamt, hilft schon am Verschönern und hilft auch beim Verkaufen dann sehr. Und ja, also wer da Bock drauf hat, meldet euch bei mir. Ich freue mich, wenn das Team noch größer wird. Es ist ja schon recht groß, aber ich unterstütze auch gerne noch weiter. Und ja, vielleicht können wir uns dann beim nächsten Treffen mit Cynthia direkt austauschen und die neuen Leute vorstellen. Nein, aber es ist wirklich, es ist ein tolles Business und es macht unheimlich Spaß und man kann es sich einteilen. Und auch wenn jemand nur in Teilzeit, also einen Teilzeitjob hat und möchte einfach ein paar hundert Euro mehr verdienen, auch diese Leute haben wir gern bei uns im Team. Also so bin ich ja auch gestartet und so läuft es bei mir im Moment ja auch noch. Ich habe meinen Teilzeitjob noch, ich mache den auch gerne und lasse das gerne noch nebenher laufen. Also ja, muss nicht jeder auch gleich ganz oben raus wollen. Das ist ein gutes Stichwort, weil genau davor ist, dass das ist, klein, wenn du 500 Euro im Monat oder wenn es 200 Euro sind, die den Unterschied für dich machen, ja. Und ich sage das immer,
mit 200 Euro kannst du, wenn du gut geschickt einkaufst, ja schon mal zwei große Einkaufswegen Lebensmittel für die Familie kaufen. Man muss es einfach mal so sagen, ja. Macht den Unterschied. Und das geht mit uns, ja. Das heißt, da ist es einfach, brauchst du halt nicht so eine hohe Schlagzahl. Dranbleiben musst du trotzdem, gerade am Anfang. Die ersten Steps sind aus meiner Sicht immer die gleichen. Aber du kannst vielleicht dich steigern. Also für mich war auch klar, also ich vielleicht mal so als Idee, mein Ziel, nachdem ich das mit den Produkten für mich geklärt hatte, ich wollte für meine Tochter ein alternatives Schulsystem. Meine Tochter war in der Schule todunglücklich. Also ihr müsst euch vorstellen, mit Bauchschmerzen. Und es war sehr, sehr schlimm zu Hause. Und ich habe nach Lösungen gesucht. Und da war mir klar, es gibt da so eine Schule, die kostet aber jeden Monat Geld. Und ich habe jetzt auch so einen Mann, der jetzt nicht sagt, ja klar, machen wir alles, sondern es war Diskussion und wie sollen wir das machen und bla 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 bla. Da sage ich, das Geld wird definitiv nicht der Grund sein, warum mein Kind nicht auf diese Schule kann. Mein Antrieb war deshalb natürlich so riesengroß, dass das mein erster Step war. Und da bin ich durchgegangen und das habe ich geschafft. Bin übrigens sehr, sehr dankbar, dass ich meiner Tochter das ermöglichen konnte. Es ging mir nicht um Handtaschen oder Schuhe, sondern dass die diese geile Schule besuchen kann und dass ich mir das leisten kann, ohne dass ich da jeden Monat heulend vor meinem Kontoauszug sitze. Und das ist ein Ziel. Vielleicht hast du auch so ein kleines Ziel. Das kann sein, wenn du der Erfolge hast, kann ich dir schon versprechen, werden die Ziele größer. Und das ist gut so. Und deswegen melde dich bei Miriam. Sie ist eine großartige Kollegin, absoluter Herzensmensch. Ich bin total froh, dass du da bist. Und ruf sie einfach mal an, lass dich beraten. Ja, kostet ja nichts. Deine Beratungsgespräche sind ja auch kostenlos. Ne? Natürlich, ja. Natürlich. Nein, super, Cynthia. Also dann muss ich mich wirklich ganz herzlich bei dir bedanken für dieses nette Gespräch heute. Ich denke, die wichtigsten Fragen haben wir mal so abklären können und ja, von dem her freue ich mich auf den nächsten Termin mit dir, dass wir sowas mal wiederholen zu einem anderen Thema und wünsche dir noch einen schönen Abend und vielen Dank. Danke auch, hat mir Spaß gemacht. Viele Grüße. Ja, auch. Tschüss.